Wir kennen uns auch schon ein paar Tage. Schön. Ja, ich freue mich, bei Ihnen zu sein, weil ich mit großer Aufmerksamkeit verfolgt habe, was ihr hier macht. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt ja auch gelesen, dass ihr der Landkreis seid, bei dem am meisten Infizierte identifiziert und bestätigt worden sind. Ich sage mal bewusst identifiziert. Weil wir befinden uns, was die Seuchenbekämpfung angeht, im Augenblick in der Containment-Phase. Und da ist ein wesentlicher Punkt die frühzeitige Erkennung, das frühzeitige Erkennen derer, die infiziert sind. Und ich bin einmal ziemlich sicher, dass Sie jetzt diese hohe Zahl an Infizierten identifiziert haben, hat nichts damit zu tun, dass hier besonders viele sind, sondern dass es hier einfach besser und gründlicher gemacht wird durch diese gute Idee als anderswo. Und das frühzeitige Identifizieren von Menschen, die krank sind, ist entscheidend. Ganz am Anfang, also jetzt schon eine ganze Zeit lang her, hat einer meiner erfahrensten und ältesten Katastrophenschützer und Krisenmanager, den der Herr Baron gut kennt, mein Abteilungsleiter, Professor Schröder, zu mir gesagt, sie werden sehen, das große Problem wird sein, dass viele die Krankheit kriegen und gar nicht merken, dass sie sie haben. Was für das subjektive Empfinden nicht schlimm ist, aber die dabei halt rum und haben kein Unrechtsbewusstsein und infizieren jeden Tag andere Menschen. Und deswegen ist das frühzeitige Erkennen, wer ist infiziert, unter solchen Bekämpfungsgesichtspunkten entscheidend. Und da finde ich das, was ihr macht, also sehr anschaulich und wichtig. Und wenn ich das noch sagen darf, Herr Landrat, ich will den Besuch auch nehmen. Es sind gerade viele schon wirklich im Krisenmodus, was die Arbeitsbelastung angeht. Hauptamtliche und Ehrenamtliche, heute der Malteser Hilfsdienst. Und ich will allen, die im Rettungsdienst, im Katastrophenschutz, aber überhaupt im Bereich der inneren Sicherheit tätig sind, Feuerwehr, Polizei, aber auch Malteser Hilfsdienst, Deutsches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk und so weiter, schon mal Danke sagen, denn viele Ehrenamtliche und den vielen Hauptamtlichen, die gerade 20-Stunden-Tage haben und unermüdlich tätig sind, dass es uns gelingt, die Ausbreitung dieses Virus zu verlangsamen. Das ist im Augenblick der entscheidende Punkt. Und was Sie hier machen, ist wirklich etwas, was hilft, weil wir damit früher als anderswo offensichtlich erkennen, wo gibt es infizierte Personen. Vielen Dank, Herr Minister, für die würdigenden Worte. Ohne den Malteser Hilfsdienst und ohne unsere Kliniken und die niedergelassenen Ärzte und die Zusammenarbeit derer mit der Gesundheitsverwaltung hätten wir nicht innerhalb weniger Tage ein solches Zentrum oder genau gesagt zwei solcher Zentren im Kreis zusammengebracht. Wir haben Stand heute gut 1800 getestete Personen. Wir haben Stand heute um die 53 positiv getestete. 53. 53.
Und das Ganze wird wahrscheinlich sich, wenn man die heutigen Ergebnisse vollends zusammennimmt, noch deutlich nach oben verlagern. Unser Bestreben war von Anfang an dafür zu sorgen, dass das Gesundheitswesen mit niedergelassenen Ärzten, mit den Kliniken aufrechterhalten werden kann. Wenn wir alle... Wo gehen wir lang? Hierher? Wir müssen da rüber. Da rüber bitte. Von denen, die hier arbeiten, irgendwie. Ja, das ist kein Problem. Also wir haben die Verkehrsführung so geführt, dass die Autos hier in eine Vorschleife kommen. Ja. Und dann hier an diesen Abstrichplatz. Die fahren schon da hinten. Genau, hinten rein und fahren dann eine große Kurve. Und am Abstrichplatz werden dann kurz die Daten aufgenommen, also so das Wichtigste, Personalien, Versicherungsstatus. Und es geht dann weiter, dass der eigentliche Abstrich gemacht wird, die Probe entnommen wird und das Ganze dann hinten in so eine Laborbox gelegt wird. Also hier kann man das mal ganz grob zeigen. So sieht das Abstrichröhrchen aus. So sieht so eine Verpackungstüte aus. Das ist dann zum Versenden. Zum Versenden, genau. Man will ja auch nicht, dass das in Kontakt kommt, deswegen hält ein Helfer das auf, das wird doppelt gesichert, das sind zwei Typen da drin. Und dann wird der Abstrich direkt von demjenigen, der kontaminiert ist, der am Fahrzeug ist, dort eingesteckt. Der ist danach, muss danach die Handschuhe wechseln. Und das Ganze wird dann entsprechend eingestütet und eingeschickt. Der Betroffene kriegt dann noch ein Merkblatt mit, damit er weiß, dass er sich in häuslicher Quarantäne aufhalten sollte und wie dann verfahren wird. Gut. Und er bekommt innerhalb von 48 Stunden von uns die Information, wie der Test verlaufen ist, ob positiv oder negativ, und kann dann mit seinem Hausarzt die weiteren Maßnahmen besprechen. Und wo lassen Sie die Tests machen? In einem Karlsruher Labor. In Karlsruhe? Ja. Dann die sind dann sehr leistungsstark. Ja. Und kriegen die Menge auch hin. Ein privater Laborarzt. Ein privater Laborarzt ist das, ja. Danke. Also, vielen Dank. Das ist wirklich gut. Ich habe schon ganz am Anfang gesagt, das Problem wird vor allem sein, dass uns die Leute nicht in die Wartezimmer der Ärzte gehen oder in die Ambulatorien der Kliniken, fast noch schlimmer, und da 3 Stunden hocken. Und gegebenenfalls alle drumherum infizieren. Und ganz am Anfang habe ich gesagt, wir werden Zelte aufbauen und so weiter, damit wir die Leute vereinzeln können, gell? Was man ja dann auch gemacht hat. Und das, was ihr macht, da bringt im Grunde genommen jeder sein eigenes Wartezimmer mit. Ist isoliert in seinem... So. Ja, das ist im Grunde genommen... Thema Schutzkleidung ist auch ein Thema, weil die einzelnen Praxen ja gar nicht über so viel Schutzkleidung verfügen, die müssten es dann regelmäßig wechseln. So kann man im Grunde viele mit einem Arzt, mit einer Assistenzkraft dann versorgen und die Abstriche vornehmen. Und das ist eine ganz wesentliche Sache, zumal es ja gar nicht in diesem Maße, wie wir es jetzt erleben, dass da Vorsorge getroffen ist, diese Schutzkleidung zu haben und das, was man sonst dazu braucht. Einmalig. Also wir waren die Vorreiter. Mittlerweile gibt es mehrere solche Systeme, die da jetzt natürlich aufgebaut wurden. Wir haben auch den einen oder anderen Hilfestellung gegeben, dass er damit schnell Aber eine gute Sache darf ja gern noch gemacht werden. Natürlich, ja, klar. Ja, wenn ihr den Blaupause erwünscht. Und wer hat das erfunden? Ja, das war in so einer Sitzung mit den Medius-Kliniken. Wir haben, es gab so eine Vorstudie. Das Ganze mal so ein bisschen durchgeplant, haben gesagt, Mensch, da haben wir doch nicht ganz erkennt, die Möglichkeiten, Lösungen und Messe. Und in 48 Stunden selber haben wir das irgendwie zu tun.
unterstützen. Dann werden wir den Kollegen winken. Ich will gar nicht noch winken. Ja, ja. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Alles Gute. Und danke. Kann ich Sie kurz fragen? Wir kommen vom SWR. Ja, kurz. Wie ist Ihr Eindruck vor Ort? Ganz kurz. Ein sehr guter Eindruck. Das ist wirklich eine erstklassige Idee, die hier in die Tat umgesetzt wird. Wir sind in einer Phase, wo es vor allem darum geht, infizierte Personen zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt zu identifizieren, um ihnen auch helfen zu können, aber vor allem um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Und das ist eine wirklich vorbildliche Einrichtung, weil auf unkomplizierte Art und Weise und auch auf eine Art und Weise, wo die Ansteckungsgefahren gering gehalten werden, Menschen untersucht werden können. Die Landräte kritisieren das Krisenmanagement der Landesregierung. Was sagen Sie dazu? Mir ist eine substantiierte Kritik der Landräte so nicht bekannt. Ansonsten hat der Ministerpräsident sich ja bereits geäußert. Der erste Tote so, in Baden-Württemberg, beenden wir's und wie haben Sie darauf reagiert? Wir gehen jetzt einfach weiter. Wir gehen jetzt einfach weiter. Schade, ja. Das wäre mir noch nicht. Wir haben ein kurzes gewesen. Interview und machen mal ein, zwei aber Fragen. Aber ein Statement zum ersten Toten in Baden-Württemberg. Wenn wir Sie haben gesagt, wir sind jetzt in einer Lage, wo wir okay, es mit der notwendigen Ernsthaftigkeit betrachten. Thema Schlussschließung. Okay. Jimmy, kommst du noch mit? Ja, komm. Ja, alles fertig dann.